Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Und wir sind kurz vor der Tag 21 Horde. Wir warten jetzt schon sehnsüchtig auf sie. Oder Jungs? Ja. Ja. Nicht, dass ich alleine stehe oder so. Oh, Oh, wir was ist gehen da los? mal in die Mine, Ruby. Du machst das hier schon. Halt die Genau, Klappe! bis gleich, Hör auf! Extrem, ne? Wir sehen uns. Die Horde kommt aus Richtung Osten. Richtung Osten? Bei dem See links. Ach da, ja. Nicht runter auf einen Nexus, ne? Das war nur lustig bei der 14er Horde. Da kommt ein Feral-Zombie und ein Kotzer. Boah, was ist das denn? Die hab ich noch nie gesehen. Boah. Was ist ein Feral-Zombie? Die sind mega, mega stark und halten übertrieben viel aus. Nexus, wenn du alle Türen im Turm zu hast, kommt kein Zombie zu dir rein. Auch kein, Spider-Zombie. Okay, ich hab da alle zu. Aua! Alle Sau! Nur wenn zu viele Zombies werden, sollten wir vielleicht dann irgendwann die Ecke wechseln, weil die Stacheln kaputt ja. gehen. Okay. Ja, die Stacheln sind schon durch. Sollen oh, wir auf oh, die oh, Position oh, da oh. oben auf den unseren Dingen gehen? Wo wollt ihr hin? Ich musste mich gerade erstmal heilen. Ich würde sagen, unsere Türposten. Boah, ich fahre gleich runter. Komm mit Nexus. Können wir machen. Aber hier können auch die Spider-Zombies hoch, ne? Ja. Da war, glaube ich, gerade einer. Oh, Nexus, sorry. Die rennen alle in die andere Richtung. Ja, ich sehe es gerade. Wir sind hier, hallo. Ubi, renn doch mal runter und hol ihn mal hier hin. Nein. Warum nicht? Schwer? Stellt sich aber auch immer an, die Ubi, ne? Ey, ich hab dir ins Bein geschossen, du kannst gar nicht mehr laufen, Junge. Oh, Zombies schon. Pass auf, da waren zwei da. Da ist noch einer. Ja. Der ist tot. Da kommt noch einer. Boah, ich hab ihn in den Hintern geschossen. In den Hintern? Ja, der hat eine Spritze gekriegt jetzt, sozusagen. Ah, das ist der Feral-Zombie da unten. Wo? Ah, jetzt der hat da er keine krabbelt. Beine mehr. Ja, ohne Beine sind die nicht Spider, mehr gefährlich. Spider, kommt hoch! Ah, immer noch hinter mir! Ich bin alles still, bitte! Ich kann nichts machen! Ich sehe nichts! Nein! Boah, ey. Ist am Bluten. Ihr macht mich fertig, Leute. Ja, ich glaube, ich bin. Hast du eine Binde? Nee, ich bin dich am Bluten. Dann hast du Medikamente, um dich ein bisschen zu heilen, wenigstens? Nee, leider nicht. Ich hab welche, ich kann dir welche geben. Oh, super, warte, ich komm mal hin. Hier und dann. Oh, danke. Jetzt habe ich alle getroffen. Oh, da kommen noch mal warte, zwei ich... Spiders, da ja, kommen noch zwei zurück. Spiders, Leute. Danke. Ja. Seh die gar nicht, wie sind die? Sind auf der Mauer, sind durchgejoint, durchgekrabbelt hier. Einer warte. Ist. Einer ist runtergeflogen, der andere ist hier direkt bei den. Komm weg zu mir! Oh! Er ist weg. Boah, danke. Danke, Leute. Wo ist denn der hier hinten auf unserer Seite? Der ist durchgekrabbelt. Der ach, ist wahrscheinlich runtergeflogen. Ja, der. Ne, einer ist durchgekrabbelt und der andere ist einfach nur hochgekommen und blieb hier. Okay.
Das heißt, er könnte bei uns in der Base drin sein. Ja, ist er auch. Ich höre ihn. So, ich gehe mal hinten gucken, weil jetzt sind wohl alle da, die restlichen sind Nachzügler. Ja. Ich sehe gar keinen mehr. Oh ja. Hier hinten sind die ganzen. Oh! Boah! Was hast du denn? Fast runtergefallen. Hier sind die ganzen Feral-Zombie, also ganzen sind zwei Stück. Aber die Feral-Zombie haben ey. Gut die Stacheln weggemacht. Weil die so viel aushalten. Einer ist tot. Der eine dreht sich gerade wie eine Ballerina im Kreis. Hallo? Stimmt der nicht? Geh gleich runter mit der Axt und spalte den im Schädel, ey. Aber komisch, dass wir keine Bienen hatten. Er ist er tot. Ach, na, endlich. Cool. Wo ist denn Extreme? Ach, da hinten. Ja, klar, ich friere. Bei der Action hier glaube ich kaum, dass sein Charakter frieren würde. Kopf weg. Wo ist der? Hier ist ein Spider. Oder. Ne, der lebt glaube ich nicht mehr. Ich gehe mal runter und ich höre ihn immer noch. Meine Schrotflinte ist auch kaputt. Ich habe jetzt leider kein Reparaturkit bei, sonst würde ich sagen, gib kurz her. Ich gehe mal runter und versuche zu looten. Ist das ja, wenn der losrennt zu dir, dann weiß ich Bescheid. Mal sehen, was wir hier so Schickes bekommen. Das hört sich voll eklig an, ne? Oh, der hatte irgendwas Nettes dabei, muss ich mir gleich mal angucken. Der hatte zwei Taschenlampen dabei, der Polizist. Oh. Der hatte Magnum-Parts dabei. Oh, das ist immer gut, aber ich kann die leider noch nicht zusammenbauen. Da fehlt mir noch das Buch für. Er hat eine Quest dabei. Oh, Hunting Rifle Rezept zum Bauen. Ja, du hast das ja schon gelernt, dann würde ich das einfach mal sagen, dass ich das mache, oder? Weil ist ja dann eigentlich egal, ob jetzt Guri oder ich das noch lernen. Ja. Du hast ja, bist ja eh der Waffenmeister. Sag das nochmal, das hört sich schön an. Ja, du darfst. Ach, ist das schön, hier Zombie-Leichen zu durchwühlen. Ja, das macht richtig Spaß. Absolut. Das Gute ist, dass man halt ein bisschen Fett kriegt. Und Knochen. Aber ach ja, die kann man ja mit dem Messer auch machen, ne? Na, ich mach das mit der Axt jetzt. Hauptsache schnell weg. Auch. Also irgendwo ist hier noch einer, ich kann ihn aber nicht sehen, ich höre ihn nur. Er ist wahrscheinlich in unserer Base. Vielleicht im Turm drin oder so, das fühlt sich an, ob er im Turm drin ist, da wo wir die ganze Zeit standen. Was ist das? Da könnte er, in den Turm kann er eigentlich gar nicht rein. Es ja, sei denn, jemand hat die Tür offen gelassen. Keine Ahnung. Ja gut, von Stacheln her geht's, aber für die nächste Runde werden glaube ich 4 Reihen von Stacheln besser. Ja. Weil die Feral-Zombies gut die Stacheln kaputt machen. Der hier hat noch gelebt. Echt? Ja, hier war noch einer, der war an den Stacheln, hat er sich irgendwie festgebackt. Achso. Und der hat wohl so geschrien die ganze Zeit. Ja. Kommt schon mal vor, ne? Mhm. Passiert. Da pult man sich im Ohr.
So, ich glaube, jetzt haben wir hier hinten alle, oder? Ich gucke mal von hier oben aus. Ja, da sind alle Zombie-Leichen weg. Ja gut, haben wir auch direkt wieder alles bereinigt. Ja, noch nicht alles. Da hinten liegt noch ein Hund, aber da komme ich nicht so dran. Oh, oder? Ach, guck mal hier. Sehr gut, sehr, sehr gut. Nee, da ist aber immer noch einer. Der ist garantiert in der Base, würde ich sagen. Ja, ich gehe den jetzt mal suchen. Komm mit. Hallo, wieso kann ich das nicht collecten? Animal Hide. Spielfehler. Achso, ich bin voll, deswegen. Ach, da ist er doch. Doch kein Spielfehler. In die Mauer gepackt. Was? Hey Kumpel, komm wieder raus. Bro, hallo? Komisch. Gut. Sonderbar, sonderbar. Ja, der ist tot. Also der liegt jetzt hinter der Mauer. Jetzt liegt er in der Mauer. Hä? Ich liebe dieses Spiel. Guck mal da rein. Guck mal da an der Mauer entlang. Da kannst du sehen. Aha. Ah. Schon mal gefallen. Ups. Ja, dann würde ich doch sagen, ich gehe jetzt in die... Kommt gleich überstanden. In die, Reparatur. Ja, also es ging ja. Ich hätte mir jetzt ein bisschen schlimmer vorgestellt, weil erstmal Feral-Zombies da sind. Also das Einzige, was wir jetzt bemerkt haben, dass die Feral-Zombies gut die Stacheln wegmachen. Ansonsten eine Reihe mehr und dann reicht es auch für die 28 Horde locker. Ich entmülle mich mal, weil ich habe komplett den ganzen Zombie-Loot noch bei mir. Gar keine Cobblestone, nur. Ich habe auch nur ein bisschen, aber es müsste eigentlich reichen zum Reparieren hier. Ich gehe gerade alles durch. War ja eher nur auf dieser Ecke hier. Ja, ja, deswegen. Ja. Ich gehe jetzt gleich noch nach draußen und gucke den Turm noch von außen nach. Da sind ja so ein paar Ecken. Oh, hier ist aber einiges kaputt. Gut. Nichts. War das nicht noch damit? Ja. Gut. Mauer ist wieder repariert. Jetzt gehe ich den Turm noch nachgucken. Wobei, hier waren sie ja auch dran. Ach, da ist das. Willst du mich verarschen? Ich darf die Schrotwinter auch nicht reparieren, weil ich nicht gelernt habe, die zu bauen. Ja, das ist ja... Ja, ist ja kein Problem. Dann mache ich das... Ja, ist aber trotzdem so bescheuert irgendwie. Aber gut. Ja. Na, was soll man jetzt sagen? Ich pack's mal da rein. Ein AK-47 Receiver habe ich bekommen. 44er Magnum Parts, 44er Magnum Grip, 44er Magnum Zylinder. Okay, das ist, müsste eigentlich alles für die 44er gewesen sein. Aber eben, wie gesagt, mir fehlt nur das Buch dafür. Sonst könnte ich die schon bauen. Oh, entschuldige, Ruby, ich wusste nicht, dass du rein willst. Haben wir es jetzt? Ja. Dann ist ja gut. So, repariert ist wieder alles. Wunderbar. Wenn ich nichts übersehen habe, aber das bezweifle ich mal. Extra gründlich entlang gegangen. So, Waffenkiste, wo ist die Knarre? Da. Grip, 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 grip. Zack. Repair. So, hier, ich speise den wieder da rein, ist wieder repariert. Ja, wunderbar. Ja, ich kann nur so lange die Armbrust, ich habe jetzt so für die Horde, die Schrotwinde genommen. Ja gut, ich sag ja nur, die ist wieder fertig und gut ist. Danke. Bitte. Achso, du bist noch dich am Entmüllen. Dann mache ich das auch mal. Heck, noch ein Lärmchen. Bett gehört aber dahin. Gut, 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 gut.
So. Ah, eine Kreischerin. Wo hast du jetzt den Griff hingepackt? Den habe ich noch bei mir. Achso, ich wollte gerade sagen, weil ich jetzt gerade in der Kiste hier bin mit der Magnum. Ja. Das habe ich den nicht gesehen, deswegen. Oh Gott. Das war was für die Kiste. Heute bin ich echt nicht ganz auf der Höhe, ey. 10.000 Mal gucke ich in die gleichen Kisten rein. Boah, das geht mir andauernd so. ich mal durcheinander komme. Ja, das passiert sehr schnell. Ach, und dann drücke ich die falschen Tasten. Ach da, du hast auch so einen Griff gefunden, oder war es die Ruby? Nee, ich habe auch so einen Griff gefunden. Sehr gut. Ja, können wir schon mal zwei machen davon, aber wie gesagt, davon muss ich natürlich erstmal das Buch lernen, ne? Ja. Natürlich wichtig. Was habe ich doch jetzt noch gesehen, was ich hier in diese Kiste packen wollte? Jetzt habe ich es wieder übersehen, ey. Wo sind denn hier die Knochen? In der Waffenkiste. Ich habe 500 Mal reingeguckt, weißt du, aber trotzdem nicht gefunden. So, ich glaube, ich habe mich entmüllt. Glaubst du? Ich glaube zu wissen. Gleich. So, da könnte ich das nochmal machen. Dann brauche ich auch nochmal Stahl und das. Kann ich direkt mal ein paar Metal Ladders machen. Manchmal direkt 10 Stück. Und es ist wieder Tag. Wir haben die 21er Horde überlebt und sind nun an Tag 22 angekommen. Und das relativ friedlich. Ja, wir haben es gut geschafft. Ja, wir haben aber auch ein richtig heftiges Bollwerk, muss man ja schon sagen. Ja. Die Lampen, diese mobilen Spotlights, werde ich mal in die Kiste mit dem Hammer packen, ne? Ja. Ich werde die dann später irgendwann mal in ein paar Folgen mal so platzieren, dass wir in jeden Ecken zumindest die haben. Genau, darum ging es mir jetzt auch, ne? Weil kann man zwar immer wieder aufheben, aber sollen sie einmal richtig platziert werden und gut ist. Ja. So, ich bin jetzt auch wieder entmüllt. Wunderbar. Ja. Dann gehe ich jetzt ein bisschen in die Mitte. Okay, ich überprüfe gerade mal die Türme, ob jetzt alle Türme Stahl, also hier Walls haben. Stahltüren. Aber ist wohl nicht der Fall. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein paar sind glaube ich noch dabei, die das da ist nicht der Fall. Erledige ich jetzt. Ja. Sind wir auf jeden Fall sicher auf dem Türm. Ja. Oh, so rum, so, hallo, so rum, genau. Wunderbar. Die Luke muss noch weg. Ach Gott, jetzt müssen die Leiter hier noch. Ist auch noch weg. Oh, ups. Aus Versehen, ein Good Frame geschlagen. Nicht extra. Ich glaube, das ist aber auch der letzte Turm. Dann sind alle so verstärkt. Glaube ich doch, hoffe ich doch. Ja, und was steht als nächstes an? Auf jeden Fall, was wir jetzt schon seit 100 Millionen Folgen machen wollen.
Wüste. Ja, das ist dann die Aufgabe der nächsten Aufnahmesession. Ja. Da sollten wir gleich sofort losgehen, wa? Beim nächsten Mal, ja. Mhm. Das ist auch jetzt passend zum Ende hier. Es ist schon wieder so weit, oh mein Gott. Ja. Okay, es geht immer so schnell. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Die Links der anderen zwei findet ihr unten in der Beschreibung. Und wir sagen dann Tschüssi. Tschüss. Ciao.